So, da sind wir wieder bei Devil May Cry. Immer noch im Bosskampf gegen unseren Bruder. Den ich immer noch nicht weiß, wie wir den gewinnen. Geb kaputt. So. Also auf jeden Fall leuchtet da irgendwas an seiner Schulter, wenn er anscheinend da angreifbar wird. Muss es nicht. Es ist noch nicht zu spät. Doch, ist es. Okay, momentan stehen wir ein bisschen besser da wie in den letzten Folgen, glaube ich. Au. Das kann sich noch ändern. Yeah.
Komm her! So, jetzt macht er wieder seinen Doppelgänger-Trick und direkt wohl auch wieder live. Au. Ah, so geht das. Wenn er da in seinen komischen Meditationsstatus da verfällt. Devil Trigger. Mhm. Tante! Tante, töte ihn nicht. Bitte! Ich flehe dich an. Bitte hör auf. Für mich. Ach, und jetzt haben wir auch komplett weiße Haare. Okay.
Die Welt wird jetzt von mir beschützt. Du hast die falsche Seite gewählt. Du bist kein Mensch, Dante. Du wirst nie einer sein. Bucklige Verwandtschaft halt. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist Dante. Nicht mehr und nicht weniger. Jo, das war dann Devil May Cry. Ja. Eins steht fest, ich werde nie wieder so ein Spiel spielen. Denn ich bin in sowas total nicht gut. Nee, ansonsten, ja. War jetzt halt mein erstes Devil May Cry Spiel. Insofern weiß ich jetzt nicht, warum sich da so viele über den neuen Dante oder den Dante jetzt aus DMC so aufregen. Deswegen, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wie der alte war. Ich habe halt auch nicht den Anime und weiß der Geier, was da noch alles über den dann halt gibt, halt nichts gesehen. Und ja, deswegen kann ich da echt nichts zu sagen. Ja, ansonsten, also für mich, also das Kämpfen ist ja ganz okay, aber dieses ganze Plattformgehüpfe und Runtergefalle, das hätte man irgendwie auch beschränken können auf ab und an mal, aber nicht die ganze Zeit. Das ist eigentlich so ziemlich mein größter Kritikpunkt. Ja, halt mit den, teilweise mit diesen ganzen Monstern da. Gut, das liegt halt daran, dass ich halt nicht der Beste in der ganzen Geschichte bin, aber dieses Plattforming, Gespringe und Gehopse und Geziehe und ja, sich ranziehen, Zeug ranziehen und fliegen und das alles dann noch gleichzeitig. Nee, das ist nicht meins. Also ich werde auch keine Jump'n'Runs und so weiter spielen, eben weil ich da mit sowas nicht wirklich zu Rande kommen. Die Bossfights, die waren ganz nett. Waren lustig teilweise irgendwie. Da mit dem, mit dieser komischen Succubus da. Für mich ist es immer noch irgendwie ein Wurm. Ist kein Succubus. Succubus sehen für mich anders aus. Auch die, wer war denn da noch ganz gut? Hier diese, ja, Mundus seine Olle mit ihrem Kind. War halt auch irgendwie ein bisschen mal was anderes. Irgendwie, dass halt da das Baby so riesengroß ist und dann an der Nabelschnur von der Dämonin da hängt und die in sich halt einzieht. War halt ganz witzig. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, war da der Nachrichtensprecher. Das war dann halt wieder irgendwie zu getimed da an der dritten Stelle. War es die dritte? Ja. Da muss man halt wirklich in der kurzen Zeit wirklich diese vier oder drei Plattformen da kaputt machen.
Und halt da seine komischen virtuellen Energiestrahlen da. Ah, ich weiß nicht. Na, der hat mir nicht so gut gefallen. Aber halt Mundus, seine alte, der Wurm. Die waren eigentlich ganz lustig. Wobei mir jetzt halt dieser Mundus-Kampf, hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr vorgestellt, dass man das wirklich irgendwie vielleicht in ja, zwei Teile aufgesplittet hätte. Was weiß ich, einmal, dass man ihn da so als Riese da bekämpfen muss und dann eigentlich nochmal da in seiner ja mehr oder weniger menschlichen, halbmenschlichen Form dann in dem Monster nochmal irgendwie eventuell bekämpfen müsste. Das hat mir jetzt noch irgendwie gefehlt, aber so ging es halt auch. Sonst hätten wir ja noch mehr sterben müssen. Gut, jetzt das mit Virgil. Ja, man muss halt ein bisschen rumprobieren. Und die beste Variante war halt wirklich mit der Axt. Weil er da halt wirklich mehr Schaden genommen hat. Und halt da am Schluss, ja, wenn man dann halt nicht weiß, dass man da irgendwie Devil Trigger nutzen kann oder sollte, beziehungsweise ich hab's ja eigentlich einmal gemacht. Und irgendwie hat das ja nicht funktioniert, beziehungsweise, ja gut, ich habe mich da an diesen Doppelgänger da, glaube ich, versucht und nicht an Virgil selber. Aber das war halt der Schlüssel zum Erfolg. Also eigentlich immer nur seinen Attacken ausweichen und versuchen, ihn dann richtig zu positionieren, ranzuziehen und dann mit der Axt ihm eine überzuziehen. Das geht dann ganz gut. Jo. Ich denke mal, das war's dann auch. Deswegen ich weiß jetzt nicht, wie viel noch von den Credits da durchlaufen. Wie immer lasse ich die auch durchlaufen. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem neuen Projekt. Ich weiß jetzt noch nicht, was es wird. Beziehungsweise ich werde es ja wahrscheinlich schon angefangen haben, bis hier die letzte Folge hochgeladen ist. Weil ich nehme ja immer einige Folgen vorab auf. Und ja, mal schauen, was es wird. Vielleicht wieder irgendwas Langsames, Einfaches. Mit netten kleinen Kätzchen oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas, wo ich nicht großartig springen muss. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als, ja, dann sehen wir uns halt wieder beim nächsten Mal. Bis dann!